Was? Dämonenlord Deskari tötet Telendelev, den Silberdrachen, gleich am Anfang? Nein, das ist zu viel. Bitte mehr Idylle, bitte mehr Idylle. Danke. So Leute, wir sind hier nicht zum Spaß, aber ich halte trotzdem mal für eine Minute meine Klappe und ihr könnt die wunderschöne Musik genießen und die wunderschöne Grafik, die jetzt voll rotierbar ist. Das heißt, ihr könnt die Szenerien aus allen Perspektiven sehen. Was ist neu in Beta Stage 2? Am 5. Mai hat die Beta Stage 2 begonnen und das bedeutet Wrath of the Righteous, quasi Pathfinder 2, der Nachfolger von Kingmaker, ist bis zum 4. Akt inklusive spielbar und auch streambar. Danach kommt allerdings noch ein 5. Akt und das Finale. Und das, denke ich, wird man nicht vor der Release-Version sehen. Ist ja auch besser so, finde ich. Das Spiel ist jetzt nahezu feature-komplett, was aber nicht bedeutet, dass nicht noch Features hinzugefügt werden können. Das Kreuzzug-Gameplay ist ja ein taktisches Spiel im Spiel, was stark an Heroes of Might and Magic erinnert. Aber ich finde die Idee auch nicht schlecht, denn es geht ja um Feldzüge gegen die Dämonen. Also was spricht gegen taktische Schlachten mit Armeen? Der Final Release von Wrath of the Righteous wurde übrigens leicht nach hinten verschoben, nämlich auf den 2. September 2021. Weiterhin gibt es noch zwei neue Prestigeklassen, den Lore Master und die Winter Witch, sowie mehrere Archetypen für andere Klassen. Wer darauf steht, seine Feinde regelrecht zu zerstückeln, für den gibt es Dismemberment, also Arm weg, Bein ab und was auch immer sonst noch abzutrennen wäre, ich weiß es nicht. Weiterhin die so ziemlich finale Version des UI, der Benutzeroberfläche, und auch ein verbessertes Tutorial. Natürlich wird man auch weiterhin zwischen Turn-Based und Real-Time with Pause Kampfmodus fließend wechseln können. Gibt es noch was? Ach ja. Da wäre noch eine sprechende Waffe. Hallo, wie geht's? Und Dinosaurier-Mounts. Wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Kanal, denn ihr könnt schon sehr bald mehr von Wrath of the Righteous sehen. Bis dann, ciao, der Argonaut.